Hallo Zuschauerinnen und Zuschauer. War ich der Erste heute? Bestimmt, oder? Nein, nein, das ist nur Spaß. Ich war der Einzige, dann kann auch der Letzte sein. Ich grüße Sie sehr herzlich. Das Erste oder der Erste, die Erste zu sein, ist wirklich sehr interessant. Im Leben wollen wir immer der oder die Erste sein. Manchmal sagen die Leute sehr stolz, ich bin der Erste zu Hause. Oder in der Klasse, in der Prüfung oder im Geschäft. Ja, in verschiedenen Weisen wollen wir doch der oder die Erste sein in unserem Leben. Heute, an diesem Sonntag, feiern wir in der ganzen katholischen Kirche das Fest von zwei Männern, nämlich von Petrus und von Paulus. Petrus war der Erste von allen Aposteln und Jünger und Freunde Jesu, der Jesus als Sohn Gottes bekannt hatte. Das Bekenntnis von Petrus war das Erste. Paulus war eben der Erste, der diese Kirche nicht nur für das jüdische Volk, sondern für die ganze Welt erweitert hatte. Diese beiden haben eigentlich nicht gedacht, dass sie der Erste sein wollten, müssten. Aber nachhinein schauen wir, dass diese zwei Männer die gesamte Welt verändert hatten, auch wenn sie nicht der Erste sein wollten. Sie wollten wirklich einfach nur in ihrem Herzen spüren, was Gott für sie ist und eben das mutig gebracht, gesagt und gelebt. Das haben sie getan. Und deshalb sind diese beiden Männer eine der wichtigsten Säulen der Kirche, alle 2000 Jahre. Wenn wir der Erste, die Erste sein wollen, dann ist es meistens für uns selbst, dass es mir gut geht, dass ich zeigen kann, wer ich bin. In Sport, in der Karriere oder in der Familie oder in einem Verein. Aber Paulus und Petrus zeigen uns, ja, der oder die Erste zu sein, ist nicht für sich selber, sondern für die anderen. Einmal, dass man im Herzen spürt, was man denkt und dann das sagt und tut. Und anders, dass es eben Gott in dieser Welt leben soll oder dass es den anderen besser geht. Ja, wenn wir der oder die Erste sein zu wollen, einfach für die anderen, für Gott nutzen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch, ohne dass wir wissen, der Erste sein. Wollen Sie der oder die Erste sein heute? Dann können wir probieren, dass wir einfach mal ganz unbewusst in unserem Herzen spüren, was der Glaube für mich ist, wer Gott für mich ist und was ich für die anderen am besten tun kann. Dann sind Sie der Erste, ja, die Erste. Einen schönen Sonntag für Sie. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächtige der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.